Hallo und herzlich willkommen bei JD Aquascaping. Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es endlich um das schöne 45P da hinten. Und das ist ein ganz besonderes Becken und was es da damit auf sich hat, das erzählen wir euch jetzt. Also, habt viel Spaß beim Schauen. Warum ist denn das jetzt so besonders Becken, Rico? Erklär's mal unseren Zuschauern. Ja, die absolute Besonderheit ist, dass dieses Becken und vor allem die Entstehung von dem Becken mit uns beiden und der Sabrina vom Bayerischen Rundfunk im Fernsehen draufkommt. Und zwar die Gartensendung Querbeet ist auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Und die haben uns angeschrieben und haben gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass die mit uns einfach zusammen ein Becken einrichten können. Auf jeden Fall lief die ganze Geschichte so ab. Die Sabrina ist die Hauptmoderatorin von der Gartensendung Querbeet. Mhm. Und die macht jetzt die Sendung in der Sendung, und zwar hinter deiner Hecke. Da fährt ihr mal irgendwo hin und weiß eigentlich von nichts. Sie kriegt da vielleicht ein Utensil, mit dem sie nicht besonders viel anfangen kann. Ja, aber in unserem Fall war es Sekundenkleber. Und ein Handtuch. Ja, Außenstehende wird wahrscheinlich nicht viel damit anfangen können, wenn er sowas kriegt. Nicht. Ja, auf jeden Fall hat die dann genau diese Utensilien 200-300 Meter entfernt vom Johannes seiner Wohnung dann überreicht bekommen. Hat natürlich überhaupt nicht gewusst, was los ist. Hat noch Johannes seine Adresse erfahren und hat dann einfach geklingelt. Und dann ging es los. Es waren auch sehr nette Leute. Also die waren alle tipptopp. Genau. Also Grüße vom ganzen Herzen ging er raus ans ganze Team. Da hat jeder einen super Job gemacht. Jeder war extrem sympathisch, total locker. Und wir wollen uns auf jeden Fall noch einmal treffen. Ja, gerne, gerne. Ja, sehr gerne. Naja, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen ja jetzt auch mal zu dem Becken hier kommen. Genau. Das ist ein 45P, ein Liquid Garden von Liquid Nature. Schöne Qualität. Es war auch bei mir schon mal eingerichtet, also ist es eigentlich gebraucht. Hm. Aber schaut noch gut aus. Ja. So ein Becken kam ja öfter von mir. Ja, freilich, das ist ja Quatsch, jetzt mal ein neues Glas zu kaufen. Ja, wie geht die Geschichte weiter? Wir waren dann beim Andi in Schwarzenbruck, den wollen wir auch ganz herzlich grüßen. Ja, Grüße gehen raus an dich, Andi. Und haben einfach bei ihm im Sandkasten schon mal das Becken grob vormodelliert. Und der Johannes hat dann auch die Wurzel, die aus drei Teilen bestand, schon mal daheim komplett fertig gebaut. Ja, das war einfach aus Zeitgründen. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Wurzel schon mal vorklebe, dann ist es vielleicht einfacher, wie wenn man dann das Rumhantieren anfängt, Wurzeln zusammensetzen, ist teilweise gar nicht so einfach, wie man es denkt, bis die dann mal da drin steht. Sie ist auch recht ausfüllend in den Becken, muss ich sagen. Und es war dann gar nicht so einfach, die so auszurichten, dass er nicht die Scheiben berührt, weil man muss ja immer noch irgendwie hinkommen zum Putzen. Und im Endeffekt mussten nur noch die Steine arrangiert werden. Das haben wir dann mal auf einen separaten Tisch erst einmal die Sabrina vorarbeiten lassen und die hat sich da gleich sehr wohl gefühlt und hat sich super angestellt. Ja, die Sabrina macht sowieso auch in ihrer Sendung sehr kreative ganz Sachen. Weihnachtsgrenze oder Ostergestecke, also die hat es wirklich drauf, also total klasse. Also sie hat auf jeden Fall schon den Blick dafür. Mhm. Du sagst, es mussten nur noch die Steine arrangiert werden. Ja, so einfach ist es ist doch nicht. Ich hatte es ja dann beim Jahr schon mit so einem Wengler vorgelegt und hätte es eigentlich ganz anders gemacht. Ja. Die Sabrina hat dann hier vorne den freistehenden Stein so eingesetzt. Der eine Stein ist komplett separiert und eigentlich freistehend und die Wurzel ragt dann trotzdem noch so drüber. Auf die Idee wäre für uns beiden garantiert keiner gekommen, aber ja, dieser Brenner also bei mir wäre die Wurzel so am Boden gewesen und dann die Steine außenrum arrangiert.
Du warst ja in der zweiten Woche einmal kurz da gewesen und hast das Becken angeschaut. Und dir ist aufgefallen, dass Bakterien draußen an der Wurzel ist? Ja, aufgefallen. Das ist ja mehr oder weniger standardmäßig. Ja, also, das hat sich aber sehr in Grenzen gehalten. Ich weiß nicht, das Holz hatte ich vorher noch nie verwendet. Das heißt Waitomo Forest. Und es ist richtig schön dunkel. Das ist schon fast grau. Vor allem in Kombination mit hellgrün und diesen rosaroten Pflanzen im Hintergrund und den Farn, wenn er denn da mal gewachsen ist in den nächsten Wochen, stelle ich mir richtig steig vor. Und ich muss sagen, die hat sich auch nicht sehr stark verfärbt, im Gegensatz zu dem Bereich, wo es Überwasser ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Eine rote Wurzel zum Beispiel, so rote Moorwurzel, wäre dann richtig dunkelbraun. Und das, was aus dem Wasser rausschaut, ist dann noch so hell, rötlich. Finde ich bei der Wurzel eigentlich richtig cool. Ich hatte hier im vorderen Bereich an der Scheibe so eine Stelle gehabt, wo die Wurzel dann letztendlich das Glas berührt hat. Da kommt es schlecht zum Reinigen. Ja, Wurzeln, wenn sie trocken eingesetzt werden, die arbeiten ja. Und es hat sich dann tatsächlich wie aufgespalten oder ausgedehnt, die Wurzel. Und dann hat die letztendlich die Scheibe berührt. Wir hatten am Anfang darauf bestanden, dass keine Wurzel das Glas berührt, aber das ist dann trotzdem passiert. Und dann musste es dann abgezwickt werden. Und das ging ziemlich leicht. Ja. Ich weiß nicht, wie haltbar die Wurzel letztendlich auf Dauer ist. Wir werden es ausprobieren. Natürlich muss in der Einfachphase des öfteren Wasserwechsel gemacht werden. Ich habe es jetzt aber tatsächlich so gemacht, dass ich dann immer große Wasserwechsel gemacht habe. Mhm. Eigentlich sollte man dann alle zwei Tage erst einmal aufgrund des Säulbodengrunds öfter wechseln. Ja. Aber ich habe es dann einfach aus Zeitgründen so gemacht, dass ich dann eigentlich schon fast zu 100% das Wasser raus habe und habe es wieder aufgefüllt. Und dann aber nicht alle zwei Tage, also einmal die wöchentlich. Woche. Also wenn du alle anderen magst, einfach da direkt mit Wasserwechsel. Hat auch gut funktioniert. Ich hatte eigentlich keinerlei Algenprobleme. Ein ganz leichter Braunalgenbelag ist drauf. An der Wurzel war ein wenig so ein Grünalgenbelag. Aber es hält sich wirklich in Grenzen. Du hast ja jetzt auch nicht so viel Säule in dem Becken im Verhältnis zur Wassermenge. Und von daher hat es wahrscheinlich auch ganz gut geklappt. Ja, was mir jetzt allerdings aufgefallen ist, ich betreibe das Becken mit Leitungswasser. Ich habe einen ziemlich hohen Leitwert, bedeutet, dass wahrscheinlich ziemlich hohe Härte drin ist. Und du hast es mal verglichen, gell? Ich habe es verglichen mit meinen anderen Becken. Du hast zwei Becken, die mit Leitungswasser laufen? Ja, das 60S läuft mit Leitungswasser im Moment zumindest. Und das läuft im Moment mit Leitungswasser. Und im 60S habe ich deutlich geringeren Leitwert als wahrscheinlich geringere Härte. Das kann man höchstwahrscheinlich an den Steinen festmachen. Ja, das liegt an der Mini-Landschaft, die wir hier verwendet haben. Aber das ist ja die eigentlich Härte bekannt. Ist bekannt, gerade im Zusammenhang mit dem CO2. Das löst dann den Kalk aus den Steinen. Ja, jetzt wird wahrscheinlich damit angefangen beim nächsten Mal mit Osmosewasser zu erben. Kommst nicht drum rum. Gibt es nicht irgendwie irgendwas, um die Härte rauszuziehen? Schwierig. Also schwierig. Osmose. Also das Effektivste ist eigentlich, dass man gleich das Ausgangswasser weicher wählt. Mir ist aufgefallen, dass du da verhältnismäßig viel CO2 einleitest. Also der kleine Diffusor, der das ist der Oberflächenbewegung vom Filter tatsächlich geschuldet. Weil dieser Hang-on-Filter, der lässt das Wasser von oben reinlaufen und dadurch entsteht eine große Oberflächenbewegung. Und durch große Oberflächenbewegung wird folglich das CO2 ausgetrieben. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man jetzt so eine Wasserflaschen mit Kohlensäure schüttelt und dann macht man sie auf. Das Becken hat auf jeden Fall in Woche 1 oder da, wo wir es bepflanzt haben und eingerichtet haben, besser ausgeschaut, weil wir haben da schon groß gewachsene Pflanzen genommen. Wäre ja blöd gewesen, wenn wir das Becken bepflanzen mit In-Vitros und man sieht im Endeffekt dann gar nichts. Als so ein außenstehender Zuschauer wird sich da nicht sehr viel drunter vorstellen können. Das ist ja Quatsch gewesen. Und vor allem die ganzen Zuschauer, die können sich das nicht vorstellen, dass in 6 oder 8 Wochen so ein In-Vitro-Depfler oder so ein In-Vitro-Pflanzen richtig groß und stattlich wächst. Dementsprechend haben wir einfach gesagt, wir müssen zum relativ großen Teil auf Topfpflanzen zurückgreifen, die halt schon rot sind, die schon stark und kräftig gewachsen sind, um einfach gleich am Anfang einen fertigen Charakter ins Becken zu bringen. Der Bolbitis-Farn war schon ziemlich groß gewesen und den musste ich dann auch beschneiden. Also wenn ich den jetzt einfach dann so gelassen hätte, dann wären wahrscheinlich diese Blätter abgestorben. Die haben auch nicht mehr so schön ausgeschaut. Genau. Ja, deswegen musste der ja komplett runtergeschnitten werden. Man kann es sich jetzt nicht so richtig vorstellen, aber hier zwischen den Wurzeln soll so ein richtig schöner, buschiger Farn sein. Und im Hintergrund ist ja dann diese Alternatea Reinicki Ruby Red. Die ist auf jeden Fall knallrot. Ja, was heißt knallrot? Die hat so ein schönes Pink auch mit drin und hat so ein wenig so adrige Blätter. Sie ist zwar für eine Hintergrundpflanze eigentlich
sehr großblätterig. Ich denke mal, die sollen im Zusammenspiel mit dem Fahnen. Ja, die soll bloß ein wenig so im Hintergrund vorspitzen. Mhm. Also sie soll auf jeden Fall nicht höher wieder fahren werden, dass man eben diese großen Blätter nicht sieht, weil es würde wahrscheinlich dann auch viel von der Tiefe nehmen. Weil im Aquascaping nimmt man ja bekanntlich für den Hintergrund eher Pflanzen mit kleineren Blättern oder filigranere Sachen. Also im Endeffekt soll nur das Rot irgendwie durch den Farn durchschimmern und das ist so der Gedanke von derer Pflanzen. Natürlich sind dann auch noch die Rhodalas im Hintergrund geschnitten worden. Mhm. Das ist eine Rhodala Laos, habe ich auch noch nie gehabt. Habe ich einfach mal gekauft, weil ich mir gedacht habe, hatte ich noch nie. Wird schon wachsen. Aus. Fällt mir eigentlich ganz gut. Das helle Grün ist ein schöner Kontrast zu diesen Anubias und zu den Bolbides-Farnen, zu diesen imaginären, weil der ist richtig schön dunkelgrün und das Hellgrün macht dann wirklich einen schönen Eindruck. Und von den Anubias hast du jetzt auch eine neue, die du selber noch gar nicht kennst drin, oder? Ja, das ist die Anubia Small Coin. Die ist, glaube ich, wirklich ziemlich neu. Die ist auch relativ teuer, also ich glaube, da habe ich fürs Invitro-Töpfchen 14 Euro gezahlt. Oh. Ja, also hoffe ich, dass er was wert. Wenn nicht, bin ich beleidigt. Aber die habe ich einfach eingesetzt, weil wir noch ein paar so Klebestellen hatten, die nicht so richtig kaschiert waren. Auch wollte ich ein bisschen Anubias mit einer anderen Plattform haben. Das hier vorne müsste ja die Anubias Bonsai sein, was ich da drin habe. Oder Anubias Petit. Also die ist ja schon sehr klein und wird dann die neue in derselben Größe sein oder noch kleiner? Na, also ich hoffe und ich gehe mal davon aus, dass die Blätter jetzt nicht größer werden. Hm. Ja, das ist schon cool, weil teilweise sind die dann sind richtig so groß, aber das ist schon, passt gut von der Größe her. Und die Blätter sind auch im Gegensatz zu anderen, die sehr eher rund. Wie soll ich sagen, so herzförmig sind die eher rund. Hm. Und ich denke, das macht auch einen guten Kontrast. Was auch glücklicherweise saumäßig gut funktioniert hat, ist das System mit dem Moos. Wir haben ja bei der Einrichtung so flache Schieferblättler oder kleine flache Steine genommen. Genau, so Kieselchen. Und haben da einfach mit ein bisschen Sekundenkleber das Moos draufgeklebt. Und du hast das auch schon beschnitten, aber das hat nicht viel ausgemacht. Das wird jetzt schon wieder deutlich mehr. Ja, es musste auch beschnitten werden, weil es also gargelig war. Also so diese. Das ist aber kein Flammenmoos, wo das gargelige Standard ist, oder? Das ist eigentlich nur Weeping-Moos. Okay, aber das breitet sich dann eher breit aus. Das Abschneiden ist eigentlich sehr schön, weil das Moos ist ja immer ein bisschen im Aquarium. Wenn's ich sage jetzt nicht mit Vorsicht zu genießen, aber muss schon aufpassen, dass das nicht überall im Becken rumfliegt. Und hier habe ich eben die Möglichkeit jetzt, die Steine mit der Pinzette rauszunehmen und dann durch sie einfach unter dem Waschbecken oder in einem Eimer mit Wasser schneiden. Ja, und mit die Stahl rausnehmen, abschneiden, bingo, super Geschichte. Perfekt. Und es hat ein wenig so einen Bodendecker-Charakter. Ja, nee, das macht sich ja saugut, wenn ich mir das mal so anschaue. Du hattest ja am Anfang noch das Lila Iopsis brasiliensis mit eingesetzt. So in der Umrandung. Ja, das hat ganz komisch ausgeschaut. Das hatte ich aus dem Zoogeschäft gehabt. Das war irgend so eine Eigenmarke. Irgendwie hat es überhaupt nicht schön ausgeschaut. Ich habe es dann wieder raus. Für den Anfang war es ganz okay, dass man ein wenig natürlichere Optik hat. Aber das wollte ich mir auch nicht antun. Kein Bodendecker, einfach das mit dem Moose zum Rausnehmen, perfekt. Manchmal, wenn man sich dann das Becken eine Woche oder zwei Wochen angeschaut hat, da sieht man Stellen, da kann man schon noch mal nacharbeiten. Also da geht ja die Welt davor nicht unter. Und wenn halt das Brasiliensis, wenn das halt da einfach nicht so gewirkt hat, wie man sich's vorgestellt hat, dann kommt es halt raus. Du hast es gerade schon angesprochen, man findet immer wieder Stellen in einem Aquarium, wo einem vielleicht nicht so gefallen, sei es jetzt eine Pflanze, die einem nicht so gefällt, oder irgendeine Stelle, die komisch ausschaut. Es gibt ja Stellen, wo die Pflanzen einfach nicht so optimal wachsen, wie man sich's vorgestellt hat. Ja, wir haben hier so eine Stelle, das ist am Anfang gar nicht so aufgefallen. Aber da haben wir jetzt so eine Säulfläche, die unter der Wurzel ist, wo eigentlich viel zu wenig Licht hinkommt. Hygrophila pinnatifida hat man da eingepflanzt. Der gefällt es da aber irgendwie überhaupt nicht gut. Wahrscheinlich, weil das Licht nicht bis zum Boden kommt. Jetzt ist die Frage, was macht man? Ja, entweder man macht vorne noch einen Stein rein und schüttet hinten mit Säul weiter auf. Okay, dass man den Schatten so ein bisschen dass man, genau, in der Höhe kommt, dass die Schattenbildung nicht so groß ist. Ja, dass man es näher an die Pflanze bringt und dann bringt man da vielleicht ein wenig anspruchsvollere Pflanze sogar neu. Vielleicht Plyxia japonica oder so. Die wird sich das sehr gut machen, finde ich richtig geil. Die ist ja schön elegant und glasartig. Ja. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn das dann da vorne so wieder rausbuchert. Auf jeden Fall, dann vorne noch ein Aufsitzer drauf, weiß ich aber noch nicht was. Buse phalandras will ich nicht unbedingt drin haben. Era Anubias lastig. Leute, falls ihr da irgendeine noch eine Idee habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. War das jetzt schon alles am Pflanzen? Na, eine haben wir noch, das ist die Ludwigia SB Red oder Super Red. Auch sehr schöne rubinrote oder weinrote Pflanze, wenn sie gute Bedingungen hat.
Die lassen wir da ein bisschen höher wachsen, dass die da vorne auch ein wenig so aus der Wurzel rauskommt. Ja. Schauen wir mal, wie wir sie beschneiden müssen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird sicherlich regelmäßig Updates zu den Becken geben. Und damit ihr das nicht verpasst, würde ich euch empfehlen, einfach den Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video von uns rauskommt. Leute, wir bedanken uns bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund und servus. Ciao.